Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Wie ihr ja wisst, habe ich vor kurzem mit dem lieben Tienchen vom Kanal Das Tienchen eine Challenge gemacht. Und zwar ging die ja über drei Teile, da haben wir zwei Projekte gemacht. Und wir haben uns jetzt entschlossen, weil wir uns ja gegenseitig genug Material zugeschickt haben, dass wir noch eine Zugabe machen. Heute also der vierte Teil mit Materialien, die ich von ihr zugeschickt bekommen habe. Ich habe mich heute für diese Herzschachtel entschieden. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch irgendwie noch keine Idee, was er zum Muttertag oder so verschenken kann. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Schauen wir mal, was ich da heute rausbastel. Dann habe ich ja vom Tienchen diese Sticker hier zugeschickt bekommen, diesen Herzchen-Sticker. Mal schauen, den werde ich vielleicht mit hier mit benutzen. Ansonsten würde ich vielleicht eventuell die Paperpen-Farbe zusätzlich benutzen zum Schattieren. Das ist so meine Überlegung. Und ich habe ja hier noch so einige Perlen. Mit denen könnte ich mir hier auch gut vorstellen, dass ich da noch irgendwas bastel. Aber genug geredet. Jetzt will ich einfach mal anfangen. Bewaffne mich mit einem alten Borstenpinsel und nehme meine Kreidefarbe, die ich noch im Anbruch habe, und grundiere jetzt erstmal mein Schächtelchen. Da die Kreidefarbe sehr dünnflüssig ist, werde ich wohl zweimal drüber streichen, damit es so ein bisschen deckend wird. So, ich habe das Schächtelchen jetzt einmal rundherum grundiert, auch von innen und auch von unten. Ich habe jetzt einmal grundiert. Ich hatte ja eigentlich zweimal geplant, aber mir gefällt das schon ganz gut so. So schaut noch ein bisschen die Struktur vom Holz durch und ich werde das jetzt so lassen. Bin also fertig mit dem Grundieren. Und jetzt schaue ich, was ich noch damit weiter bastel. Die Farbe müsste trocken sein. Ich fülle noch mal an. Und jetzt schaue ich mal als nächstes mir hier diesen Sticker an. Der müsste ja eigentlich direkt hier drauf passen von der Größe her. Ich denke mal, so hat sich das Tienchen das auch irgendwie gedacht, weil sie mir das ja passend zueinander geschickt hat. Ja, das passt sehr gut. Ja. Das ging aber jetzt schnell mit dem Gestalten. Ich bin aber noch nicht fertig. Aber von oben, bling bling, haben wir schon mal was fertig gebastelt. Ja, hier an der Seite habe ich mir gedacht, da nehme ich mir wieder aus meinem Fundus so ein rosafarbenes Spitzenband. Das möchte ich einmal hier so rumkleben. Da fange ich dann da an. Das könnt ihr jetzt mit Heißklebepistole machen, zum Beispiel. Oder mit dem weißen Bastelkleber. Ich werde den weißen Bastelkleber nehmen. Der wird hinterher wieder transparent, also keine Angst.
Wie gesagt, das klebe ich jetzt einmal rundherum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das Bändchen einmal rundherum geklebt. Jetzt schaue ich mal weiter, wie ich es weiter gestalte. Von innen könnte ich noch was machen. Von der Seite könnte ich noch was machen. Von außen könnte ich zum Beispiel eins von diesen Röschen nehmen, die auch in dem Set waren. Vielleicht so dieses oder, wobei das ist schon ziemlich dunkel. Ich glaube, das passt schon ein bisschen besser dahin. Nur muss ich jetzt nur überlegen. Man sieht hier dieses, da an der Seite sieht man das, dass ich da noch was hinmache. Aber erstmal klebe ich den ruhig dahin, das Röschen. Und dann schaue ich gleich weiter, was ich darauf noch befestige. Ich habe mich jetzt doch kurzerhand umentschlossen. Das Blümchen mache ich vielleicht wirklich gleich dahin, aber also das Ganze hier neben diesen Steinchen, das klebt alles so. Wenn ich das jetzt unbehandelt lasse, dann wird dann alles, was man dann, ja, wenn man hier Hunde- oder Katzenhaare hat, die werden alle dann dran haften bleiben. Das heißt, ich werde jetzt von oben diese Klebefläche irgendwie noch ein bisschen, ja, versiegeln. Dann nehme ich jetzt diesen Paperpan und verteile einfach so ein bisschen die goldene Farbe überall. Schauen wir mal. Wie weit die sich dazwischen sitzt. Teile das jetzt erstmal so und dann schaue ich mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt reibe ich das einfach dazwischen. Dass ich mit der Farbe jetzt quasi die Fläche versiegel. Also quasi überall da, wo ich jetzt Klebefläche sehe, verteile ich die Farbe. So langsam füllt sich die Fläche. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen angeföhnt, aber es scheint funktioniert zu haben. Es klebt also zumindest nicht mehr. So, dann kann ich jetzt noch mal schauen, dass ich das Röschen aufklebe. So, jetzt nehme ich mir eine Heißklebepistole. Und klebe das damit fest. Ja, jetzt gefällt mir das da unten natürlich nicht. Mal schauen. Also entweder mache ich da jetzt noch ein Band drum. Das würde ja dazu passen.
Das mache ich, glaube ich, auch. Hier einmal zu knoten. So, damit ihr auch was seht. Ja, das sieht doch schon schön aus. Jetzt kürze ich das hier noch ein bisschen. Die Seite auch. Wenn man jetzt aufmacht, da könnte ich ja auch noch mal irgendwas hinbasteln. Oder ich nehme jetzt noch was von den Perlen und mache das von außen. Die? Ja, die passen nicht dazu. Aber diese Perlen kann ich hier irgendwie noch dahin verbasteln. Also entweder so drauf kleben oder mit einem Draht festbinden. Ich glaube, ich werde mir einen Draht zur Hilfe nehmen, oder? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nee, ich klebe das jetzt so drauf. Mit der Heißklebepistole ohne Draht. Schauen, dass ich diese Fäden hier wegkriege. Ah. Die Heißkleberfäden sind ja sowas von hässlich. Aber das habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich will mich hier nicht wiederholen. Ja. Also von oben gefällt mir das Schächtelchen schon. An der Seite könnte ich vielleicht noch ein bisschen was gestalten oder von innen. Ich habe mich jetzt entschieden, nach innen stempel ich etwas mit schwarzer Stempelfarbe. Einmal Probe stempeln. Jawohl. Und zwar einmal das Wort Lieblingsmensch. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das so wird, wie ich es mir vorstelle. Das gefällt mir. Unten könnte ich eigentlich auch noch was reinstempeln. Von innen nehme ich den Spruch, ein Glück, dass es dich gibt. Der kommt dann dort in der Mitte rein. Da mache ich auch erstmal so einen Probestempelabdruck. Vor allen Dingen, wenn es irgendwas ist, was wichtig ist beim Stempeln, wenn ich mit der Hand stempel, also hier komme ich ja nicht mit meiner Stempelhilfe rein, dann mache ich immer einmal so einen Probeabdruck, damit der Stempel schon mal einmal Farbe hatte.
Aber hier hat man quasi nur einen Versuch. Oder man müsste das wieder wegschmirgeln. Ja, hab aber Glück gehabt. Ist was geworden. So, das war mein nächstes Projekt mit dem Material vom Tintchen. Die Dose, den Sticker, die Farbe, die ich hier zum Verwischen genommen habe, das Blümchen, die Perlen. Das waren jetzt vom Tintchen. Ich habe aus meinem Fundus das Band genommen. Klar, die Heißklebepistole. Und diese beiden Stempel. Und so lasse ich das Kästchen auch, weil ich bin dann eher meistens dafür, weniger ist mehr. Gerade bei solchen praktischen Sachen, die man sich vielleicht hinstellen möchte. Und ich sage, das war's für heute aus meinem Atelier. Ich hoffe, es war mal wieder eine Inspiration für euch. Und vergesst natürlich nicht, beim Tintchen vorbeizuschauen. Sie wird ja jetzt auch ein Video online haben. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Tanja.